Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht heute um die Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Ja, viele von euch haben den Begriff vielleicht noch gar nicht gehört. Einige nennen das auch Vorvermieterbescheinigung oder Vermieterbescheinigung. Also letztendlich dreht sich das darum, wenn man eine neue Wohnung mieten möchte, dann möchte der neue Vermieter, meistens ein Feedback haben von eurem jetzigen Vermieter, ob ihr euch in den letzten Monaten, Jahren, wo ihr in dem Mietverhältnis jetzt seid, immer vernünftig verhalten habt, ob die Miete pünktlich bezahlt wurde, ob irgendwelche Verstöße gegen die Hausordnung vorgelegen haben, ob andere Schwierigkeiten vorhanden waren, also vielleicht Nebenkostenabrechnungen nicht bezahlt wurden und so weiter und so fort. Und da gibt es bestimmte Vordrucke, die einige Vermieter euch aushändigen, die sollen dann von eurem jetzigen Vermieter ausgefüllt werden. Ja, das muss man natürlich nicht liefern, also das ist völlig klar, es ist ja immer freiwillig, nur wenn ihr dann im Endeffekt dieses Formular nicht mit abgebt, dann spricht das eigentlich oft schon für sich, weil man hat dann das Gefühl als neuer Vermieter, dass da vielleicht irgendwas nicht richtig gelaufen ist oder dass man da irgendwas verbergen möchte oder naja, also letztendlich geht es bei dieser Vermieterbescheinigung darum oder bei dieser Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, dem neuen Vermieter eine gewisse Sicherheit zu geben, dass er sich kein faules Ei ins Nestchen holt, also dass man wirklich weiß, auch in den letzten Monaten habt ihr immer pünktlich eure Miete bezahlt und ihr steht jetzt nicht kurz davor, die Wohnung, in der ihr jetzt wohnt, zu verlieren, sodass euer Vermieter euch das noch bescheinigen würde. Problematisch ist das, wenn ihr zurzeit gar keinen Vermieter habt. Also damit meine ich nicht, dass ihr obdachlos seid, sondern es kann ja sein, dass ihr zu eurem Partner gezogen seid und ihr gar nicht im Mietverhältnis steht, sondern nur euer Partner im Mietverhältnis steht. Das bedeutet, ihr habt so gesehen keinen Vermieter. Wenn überhaupt, ist euer Partner euer Vermieter, der euch sozusagen eine Untervermietung erlaubt, aber kostenfrei. Das heißt, dann könntet ihr sozusagen von eurem Partner, falls eine Trennung ansteht oder ihr vielleicht auch bei den Eltern wohnt in einer Wohnung, wo ihr keine Miete zahlt, dann würde man vielleicht eine Elternbescheinigung vorlegen oder eine Bescheinigung des Partners, der dann darlegen muss, wie die Situation ist. Oder was auch sein kann, wenn man keinen Vermieter hat, dass man im Eigentum wohnt, also sprich man hat ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung und dann wäre es natürlich sinnvoll, um das nachzuweisen, einen Grundbuchauszug vorzuzeigen oder eine Kopie vom Kaufvertrag, da kann man natürlich die wichtigen Daten wie den Kaufpreis und so weiter schwärzen. Es geht nur darum, dass nachvollzogen werden kann von einem Dritten, also in dem Fall vom neuen Vermieter, dass ihr euch jetzt vom Eigentum in eine Mietwohnung begebt, aus welchem Grund auch immer. Ja, ich hoffe, diese Tipps helfen euch weiter zum Thema Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, Vermieterbescheinigung. Und wenn ihr weitergehende Fragen habt, schreibt mir einfach eine PN oder kommentiert hier unter dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, macht's gut, ich bin raus, tschüss.